Also ich glaube, hier wollte niemand einsteigen. Ja, also ist super. Jetzt können wir ganz, können wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Und auch irgendwas. 6, 6, 2, 6. Einsatz des Schienenersatzverkehrs erforderlich. Nach Erreichen der aktuellen Endhaltestelle melde dich bei folgender Route an. 4, 4, 4, 0, 2, 2. Ja, ich find's jetzt dumm, dass wir hierher gefahren sind und niemand eingestiegen ist. Und auch niemand an der Haltestelle stand. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Das ist echt dumm und jetzt rede einfach der Tobias über irgendwas und ich fahre einfach. So. Ich lasse es gerade etwas auf mich wirken. So, jetzt kann ich wieder. Oh, das sieht. Ich hoffe, ich komme heute auch noch zum Einsatz. Mal schauen. Stimmt. So, ich darf dann die Route. Lass mal schauen. 10112. Nein, das ist nicht die Nummer der Feuerwehr. Das ist nämlich die Route 101. Nee, wegen 112. Die Route 101. Weiß ich gar nicht, ob ich schon mal gefahren bin. Ich lasse es auf mich zukommen. Und, ja. Ich schau mal, wie ich mich mache. Das letzte Mal war es ja eigentlich schon gut, wenn man das mit mir vergleicht, ja. Ich will zwar nicht, dass es Alltag wird, dass ich die ganze Zeit so gut fahre, sondern ich will auch mal hier Action reinbringen. Aber, wenn öfters kann ich dann auch mal gescheit fahren, ja, weil das ist ja auch der Sinn dieser Simulation, auch wenn ihn nur die Hälfte wirklich hinterher jagt, dem Sinn dieser Simulation. Meldefahrplan kann nicht eingehalten werden aufgrund Verkehrsbehinderung auf der Linie 17 in der Schwanseestraße. Ist jetzt unser Problem, oder was? Egal. Vor allem, wie das auch gesagt hat, er hat immer so Pausen zwischen den Sitzungen gemacht, so. Als ob er nachgedacht hätte, an dieser Straße, wegen Stau. So. Einfach mal irgendwas sagen, ja. Ja, der macht einfach, der hat gerade eine nette Frau kennengelernt und deshalb denkt er sich jetzt Stau aus, ja. Nee, er will uns immer ins Wort fallen, deswegen sagt er einfach alle zwei Minuten irgendwas und, wir haben ja vor ein paar Minuten über Technik versus Story diskutiert, zu sagen. Ich würde mir auch im nächsten Spiel einfach wünschen, dass beides möglich ist. Dass es wirklich detailliert aussieht, so wie hier. Und einfach noch so ein Story-Mode dabei ist, kann man ja auch einstellen. Also, damals, zum Beispiel bei Bastian Kelbig als Simulator, auch alles verpixelt, stelle ich mir das vor, man fährt einfach. Das hat mir schon gereicht. Also, solange ich rumfahren kann, ist mir auch egal, ob ich mit der Maus dann hier auf eine Tür drücken kann. Es ist mir sowas von egal. Oder ob ich sehe, wie wir hatten schon so oft am Anfang, als wir in den Bus starten wollen, so Druckluftfehlern. Wir haben keine Ahnung, wie man das reparieren soll, damit wir wieder fahren können. Und die meisten Leute, die sich solche Simulationen kaufen, sind ja noch die Jüngeren. Und die haben keine Ahnung von sowas. Und deswegen kaufen sie sich auch sowas, um zu lernen, wie man Bus fährt, sozusagen. Und sich da reinzusetzen, weil man mit 12 halt, letztes Beispiel, 14, was auch immer, man keinen Bus fahren kann. Das geht nicht. Und wenn ich mit 14 schon wissen soll, oder mit 12 damals halt, zum Beispiel, Druckluft, mach mal Druckluft mehr rein. Was sollen wir da drücken? Außerdem steht das so nirgendwo drin und deswegen ist es dumm. Ja, ich finde sowieso, um mal bei den anderen Spielen auch bei den anderen Simulationen, die wir machen, wie da die Story ist, zum Beispiel Eurotruck Simulator, das ist das beste Beispiel für eine Story. Sowas kann man auch bei Citybus Simulator machen, bei LKW-Fahren und Busfahren ist an sich dasselbe, nur dass man LKW-Fahren auf längere Strecken macht. Und erhöhtes Fahrzeugaufkommen. Höhe. Jägerstraße. Man kann es auch so machen, dass man es wie bei Eurotruck macht, dass man seine eigene Firma dann aufbaut. Das kann bei Citybus-Simulator auch passieren. Auch wenn, naja, ich weiß nicht, wie es mir gefallen würde, aber ich finde, warte, erst muss ich meine Analyse hier zu Ende. Also Landwirtschaftssimulator 2013, die haben wenigstens noch so ein bisschen eine versteckte Story gemacht. Finde ich auch ganz nice, so etwas. Oh. Also die haben ja diese Mission gemacht und das kann man schon so als versteckte Story anerkennen. Und finde ich auch
gut, dass sie das gemacht haben. Manche sehen das als Tutorial, ich nicht. Ich sehe das schon als Story. Und welche Spiele haben wir noch gerade? Ja, City Bus. Wow. Mehr darf ich ja noch nicht verraten. Ja, und halt mal bitte. Ich komme doch auch drauf an, was man simuliert, weil beim Busfahren kann man auf jeden Fall eine Story reinbringen. Bei, was weiß ich, Gleisbausimulator. Da kannst du keine Story einbringen. Kriegst 200 Euro pro gelegtes Gleis. Das bringt dir nicht viel. Und mit der Firma aufbauen, das wäre schon richtig geil. Bei so ein Spiel, das Spiel ist eigentlich auch ganz gut. Ich würde mir nur sowas, so einen abgehobenen Effekt, weil... Zentrale mit den neuesten Verkehrsinformationen. Okay. Vorsicht geboten in Richtung Hauptbahnhof. Scheiße, okay. Ja, also... Das, ich könnte auch gerne Spiele, was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Ich weiß nicht. Mal Story für so ein A-Effekt. Ich könnte auch einen Bus-Simulator spielen vor 5 Jahren, der genauso war wie der, nur mit anderer Grafik, wenn ich auch spiele. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe noch vor ein paar Monaten, nicht wegen der guten Grafik, sondern einfach so, weil mich der City-Bus-Simulator ein bisschen gelangweilt hat in einer Zeit, habe ich, muss ich ehrlich sagen, den Bus-Simulator 2009 und 2008 installiert. Wir benötigen wieder mal eine aktuelle Busauslastung. Sende uns bitte einen Statusbericht. Aufgrund von Baumaßnahmen in der Romanstraße ist der Verkehr zum Stillstand gekommen. Hallo. Fast leer, der ist komplett leer. Außer ich, hier sitzt da niemand drin. Ich habe echt gerade Bus-Simulator. Das soll ich am Anfang sagen, keine Ahnung. 2008 und 2009 habe ich schon gespielt. Und die Grafik hat ein bisschen scheiße. Was heißt bisschen eigentlich? Schon richtig scheiße. Aber da gibt es auch einen Karrieremodus. Da kann man eine eigene Firma gründen, Busse kaufen, dann gibt es wenigstens Geld. Also alle Spiele, wo man Geld hat, finde ich schon so. Yeah. Also, TML Studios, ihr merkt, ich habe Ideen. Ladet mich in euer Entwicklerstudio ein. Nein, ich nicht. Ich habe auch schon so ein bisschen Ahnung vom Entwickeln. Also das, so ist es ja nicht, dass ich jetzt vollkommen, das ist für mich vollkommen Neuland ist, wie für, wie für Angela Merkel das Internet, aber na, das Internet ist Neuland. Okay, das ist jetzt anders. Das ist immer witzig, das wird in 5 Jahren noch witzig sein. Nein, du hast jetzt nie davon. Okay, das wäre noch witziger, wenn sie gesagt, das Telefon wäre Neuland, aber ich glaube, dafür ist sie zu schlau. Aber nein, wir wollen nicht an unsere Bundeskanzlerin ran. Meckern. Ran meckern, genau. Oh, der ist ja zum Glück gar nicht lange da. Und, ja, ich meine, die Angela Merkel macht ja mehr oder weniger auch einen guten Job, ja. Ich meine, viel hat sie ja nicht zu tun. Die muss ja jeden Tag hockt da in ihrem Stuhl und macht mal da so eine Sitzung im Bundes, da im Dings da halt und naja. Ich würde ihren Job nicht machen, weil der ist tot langweilig. Was macht sie eigentlich, wenn sie keine Kanzlerin mehr ist? Geht die dann in den Gleisbau oder was? Die wird Busfahrerin, genau. Ich meine, Angela Merkel kann ich nur raten, Computerspiele zu spielen, weil damit wird es echt nicht langweilig. City Bus Simulator 2, Frau Merkel. Hohes Verkehrsaufkommen auf der Linie 16 in der Burghausener Straße. Ja, Anni, danke. Anna. Wir nennen sie jetzt Anna. Die Stimme kann ich mir eh nicht merken, das sind ja eh andere Stimmen. Aber die Merkel, der hat extra den Job genommen, weil der Job tot langweilig ist und weil sie wahrscheinlich, was weiß ich, 1 Million verdient. Sie wurde gezwungen von der CDU, die hatten keinen anderen Kandidat. Ach ja. Hier, die Merkel, die ist doch. Die sieht schick aus. Sie war schick aus. Gesehen. Egal. Und ja. Und die kriegt wenigstens auch die Typen wie den Guido Westerwelle ins Bett, ja? Nein, natürlich nicht. Das hört sich hier gerade ziemlich nach Karneval an, das was wir reden, aber naja. Wir sind hier wirklich im Let's Play. Und die Ostenwelle. Ossiwelle. Am besten finde ich ja immer noch den Fipsi. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ja. Der Fipsi, ey.
Vor allem, ich finde es auch cool, dass sich die Leute überhaupt trauen, darüber Scherze zu machen, weil eigentlich, naja, ich weiß nicht, wie es die Merkel findet, ob sie es witzig findet oder eher nicht so. Frau Merkel, schreiben Sie es doch mal in die Kommentare. Ich weiß, Sie sind auf YouTube, auch wenn das für Sie alles Neuland ist, aber schreiben Sie so einfach mal in die Kommentare. Ich weiß, Sie schauen unsere Videos immer. Ja, vor allem die Stretches Slender, ja. Da war die dann so, wie der Jubel bei ihrem Stadion, wenn Deutschland spielt. So. Sie steht leicht auf und so, und wackelt so ein bisschen mit ihren Händen. Oh nee, doch nicht. So, wer ist der Nächste, über den wir uns witzig machen können? Dieter Bohlen. Oh. Video dein. Ja, genau. So, er ist wieder hängen geblieben an einer Stange. Das hört sich falsch an. Bla 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 bla. Nein. Wir können uns lustig machen, wie dumm Münchner Autofahrer in diesem Spiel sind. Oh, auf zwei Rädern fährt das Auto hier durch die Kurve. Vor allem, wie die Menschen da stehen, auf einmal, oh, ich muss loslaufen. Naja. Vor allem, warum laufen die einmal außen rum, wenn sie doch da links direkt rüber laufen können? Warum laufen sie dann einmal außen rum? Guck mal, da ist doch eine Treppe. Da, ich sehe sie doch von. Ah, oh. Das war Glück. Ich sehe doch da eine deutsche Treppe. Warum laufen die da nicht lang? Nein, sie laufen einfach darüber. Dummheit. Oh, was machst du jetzt? Die Menschen stört es auch gar nicht, wenn auf einmal ein Bus auf ihrem Fußgängerweg fährt. Nee. Vor allem, wenn der Bus sie dann wegschiebt. Die haben halt, ja, die haben alle Rollen unter den Füßen und deshalb kann man sie auch einfach so wegschieben. Fahren alle mit Inliner-Skates hier. Ja, laufen, fahren, keine Ahnung. Ich frag mich sowieso, warum es Inline-Skates laufen heißt und nicht fahren, weil man fährt ja auf Rädern, ja. Und laufen ist ja irgendwie laufen halt. Beim Inline-Skate oder Rollschuh laufen lauf ich nie. Da bleib ich immer nur stehen und fahr irgendeinen Berg hinunter. Du hängst dich an Personen und fährst mit. Ich bin zu faul, um zu laufen. Du hängst dich an Personen und fährst dann so mit, gell? Ja. Naja, guter Trick. Was? So, kurz mal beruhigen. Ich bin echt ein bisschen faul. Aber nur in manchen Situationen, es kommt drauf an, das nennt man Pubertät. Und da gibt es Situationen, wo du auf was Bock hast und Situationen, wo du auch... Feuere Schienenersatzverkehr an, aufgrund eines Defektes der Linie 16 ja. In der Arabella-Straße. Okay. So. Sie hat mich mal wieder unterbrochen, jetzt habe ich mein letztes Wort vergessen. Ja, du bist sehr faul und zwar... Ich war mal da, wie er sein Zimmer aufgeräumt hat. Ich bin 2 Tage später wegen dem Folgenaustausch wiedergekommen. Es sah genauso aus wie vor den 2 Tagen, als das aufgeräumt, Anführungszeichen. Ja, ich muss natürlich Schulsachen machen. Oh ja. Und ja. Deshalb kann ich mein Zimmer nicht aufräumen. Wer kennt das denn nicht, meine Lieben? Die Eltern natürlich, weil die nicht mehr in der Schule sind. Oder? Wenn eure Mutter über 40 ist und immer noch in der 10. Klasse hockt, sprich doch mal mit ihr, ja? Kann nur gut tun. Geht zum Psychiater. Nee, schreibt uns in die Kommentare. Oder gebt uns ein Like. Jedes Like heißt die Mutter noch. Nein. Genau, das macht jeder freiwillig. Ich schaffe die Kommentare meiner Mutter, das war die 10. Klasse. Ja, natürlich. Vielleicht ist die Mutter ja erst 16. Es können auch Nulljährige hier zuschauen, ja? Und die sagen ja mir, Papa, da, 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 und der schreibt es in die Kommentare. Ja, was soll er schreiben? Was meinst du, die Hater sind nicht alle 12, ja, und 13 und die sich halt cool fühlen. Das sind wirklich Nulljährige, die bla, bla, bla sagen und der Vater versteht es falsch, ja. Ach so, und der Vater weiß auch dann genau, was er hinschreiben soll. Ah, ich muss darüber. Der weiß dann auch genau, was er hinschreiben soll, oder was? Wenn er besoffen ist, schon. Hallo, wo muss ich hier hin?
So. Einstein. Einsteinstraße. Da ist nur ein Stein und wenn da zwei Kieselsteine sind, dann gibt's Ärger hier. Ärger. Oh, Partnerbörse. Super, wir haben jetzt den Heißen bei mir. Geh mal auf das Werbeplakat. Ich will die Partnerbörse vorlesen. Im Auto war im Bus war niemand drin, wir haben trotzdem, glaube ich, verspielt. Oh, hier. Also, warte. Du hast deinen Satz zu Ende gehen. Dann hab ich nicht ganz gehört. Doch. Das versichere ich dir, ich weiß es nicht. Du hast nie zu, bist du Schauschrift nicht. Okay, dann nicht. Aufgrund eines defekten Fahrzeugs in der Partnerbörse, finde deine bessere Hälfte. Ruf an unter 01234567890. Ernsthaft jetzt? Ja, ein sehr aufschlussreiches Bild. Es gab doch schon im Bus-Simulator 2012, möchte ich mal erwähnen. Genau dieses Bild. Ich glaube mal auf der anderen Seite, weiß nicht. Hier ist das. Weingutler, Pada Bonita. Das heißt doch der schöne Wein. Das sah erst ein wenig pervers aus, das Foto, wenn man mal so richtig viel Fantasie hat, aber ja, im Bereich der Wartehalle bitte nicht. Nein. Das Rot hab ich mir weg. So, nachdem wir das jetzt auch geklärt haben, das ist Udo Jürgens. Der sieht ein bisschen so aus. Hier. Ein Easter Egg, Den rollen wir jetzt bis zum Hauptbahnhof. Fußball. Der erste FC Tonne gegen... Was weiß ich. FC Sergei Tonne. FCT ist sehr geil. Oh, warte, Elfmeter jetzt. Anlaufen. Oh. Und. Oh. Nein, vor der Linie, so knapp. Nochmal, Nachschuss. Ja, nein. Egal. Achtung, Fuß vom Gas in der Bjerg-Kugelstraße. Da fällt gerade eine Tonne lang. Wir wissen es. Natürlich, das lässt sich nicht umschmeißen. Was die Leute hier von uns denken. Oh, dieser Serbe, der macht Tonnen rum, Vor allem richtig geil, so Werbeschilder kann man nicht umschmeißen. So Werbeschilder, die einfach auf dem Boden hingestellt wurden, aber Mülleimer, der fest platziert ist, kann man einfach umschubsen. Ja. So, ja, wir sollten jetzt auch langsam mal die Folge beenden. Also die Folge, sage ich schon. Wir haben eine Dreiviertelstunde schon aufgenommen, mehr als eine Dreiviertelstunde. Doch. So. Der erste FC Tonne Sergej, also die Tonne verabschiedet sich das erste Mal. Ich bin mal gespannt, wie wir die... Wir können ja noch ein bisschen. Oh. Ich bin mal gespannt, wie wir die Folge nennen, ob sie erste FC Tonne Serge heißt. Mal schauen. Das passt. Erste FC Tonne Serge. So. Erste FC Tonne Serge. Darüber haben wir eben gerade die ganze Zeit gehört. Ja, aber das passt doch nicht. Du kannst ja nicht einen Namen nennen, der heißt FC Fußballfan als FC Sieg. Kann man. Nicht verboten. Okay, nicht so. Wir machen jetzt FIFA 14 Let's Play und nennen den Verein einfach erster FC Tonne Sergej. Wir können ja einfach hier jetzt ein bisschen erkunden im Prinzip. Hier Erkundungstour. Schön, ja. Und wenn wir hier um die Kurve sehen, sehen wir genau dasselbe. Ich denke mal, es reicht noch, wenn du da hinfährst. Und schauen wir jetzt erstmal, wo du hinfahren musst und dann können wir in der nächsten Folge dann, kannst du dann fahren und was macht die? Aufgrund von Rettungseinsatz, Höhe Eva-Straße, ist der Verkehr zum Erliegen gekommen. oh.
Das ist nur ein Bild. Oh, jetzt bin ich traurig. Wie man hier die Leute anlockt und am Ende da gar nichts ist. Guck, da steht nichts. Oh Gott. Ich verschwinde mal schnell in der Decke. Sei geil, der Versteckkünstler hier. Der immer gegen Läden läuft. Naja. Komm, Halbstarker. Jetzt gehen wir wieder zum Bus, Sergej. Ja. Oh. Natürlich, da kannst du rein. Einfach aufschlitzen, ja, wie die Ziehharmonika da und dann. Also das Gelenk. Oder wie man das auch immer nennt. Und dann da reingehen. Das ist die vierte Tür. So. Ich piss nochmal schnell gegen den Bus. Ja, wir pissen jetzt gegen den Türöffner, ja. Natürlich, dann. Oh, oh! Das war knapp. So, jetzt geben wir mal die Route ein. Hm? Leerfahrt. Wir haben hier die 10112. Oh Gott. Also 10112. Ist leicht zu merken. Nächste Haltestelle, Theresienwiese, Endstation. Okay. Oh. Wenn ihr jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen könntet, dann würdet ihr wahrscheinlich sterben gehen. Wenn Blicke töten könnten. Versuch dich noch zu retten. Willst du lieber am Ostbahnhof beginnen? Am Hauptbahnhof? Das ist hier. Das ist die gleiche Route. Du kannst entweder am Hauptbahnhof beginnen, da beginnst du hier, oder du fährst hier so weiter und beginnst erst hier. Wo möchtest du beginnen? Ich mach die Route, die hier genau steht. Ja, ja, das ist doch dieselbe. Ach so. Ich glaube, ich nehme das, was näher dran ist, ja. Also das hier? Ja. Ich im Hauptbahnhof, Das passt dann noch besser von der Zeit her. Also, mach genau das, was da steht. Na Leute, ich habe keinen Bock drauf, jetzt aber... Mal, das hätte auch bestimmt immer was zu essen. Ach so, ja. Ich darf mal wieder... Oder mach einfach Pause. Darf ich mal Pause? Warte. Sag mal kurz. Ja, wir haben uns jetzt doch entschlossen... Polizei aufgebaut in der Lilienstraße. Dass wir doch diese Session jetzt beenden, da wir noch was anderes aufnehmen müssen, was jetzt noch geheim ist. Bis zur nächsten Session und nächsten Folge. Eure Jungs vorn. Sido LP.